Balfinger-Kräne haben wir schon länger, also es kommt der dritte Balfinger-Kran mit Kabine. Warum wir Balfinger-Produkte haben, ist natürlich die unmittelbare Nähe zum Servicepartner Kuhn. Mindestens also wichtig ist, dass wir von dem Produkt überzeugt sind und dass wir sehr gut zufrieden sind. Wir sind da heute bei einer Seilbahnerraum mit unserem Rundholzfahrzeug. Wir haben einen Epsilon-Kran, haben einen 12Z-Kabinenkran. Und unsere Aufgabe heute ist es, diese Seilbahn auszuräumen, sprich das geerntete Holz von diesem, das heißt Naturverjüngungsprojekt, abtransportieren. Es ist heute da ein bisschen, sagen wir so, vom Einsatz ein bisschen schwieriger, weil wir bergauf laden. Vom Platz her sind wir auch ein bisschen eingeschränkt, weil links und rechts Bäume stehen. Jetzt müssen wir natürlich beim Laden den Kran aufpassen. Und zusätzlich ist es jetzt so, dass das Holz im Saft ist. Also die Rinde geht sehr leicht runter. Das Holz rutscht leicht und da zeichnet sich eben jetzt dadurch, dass wir diesen Kran haben, durchs feinfühlige Fahren mit dieser hydraulischen Vorsteuerung wirklich ein perfektes Laden, auch unter diesen Umständen. Also alles in allem ist dieser Kran wirklich zum Weiterempfehlen. Es ist für einen Fahrer vom Komfort her, von der Sicherheit, vom Bedienen her wirklich ein wunderbares Arbeitsgerät. Ich glaube auch für einen Chef, der das wirtschaftlich sehen muss, in Summe perfekt. Wir werden es dann später auch noch sehen, wenn wir runterfahren. Das ist dann auch die Geschwindigkeit vom Kran, wenn man wieder Holz ablade bzw. dann vor Ort am Abladeort sortiert. Da zeichnet sich das dann wieder aus, die große Reichweite bzw. die Schnelligkeit und der Fluss von der Bedienbarkeit vom Kran. Balfinger.